Hallo meine lieben Freunde, ich wünsche euch ganz frohe Ostern. Ich wollte zuerst das Video heute gar nicht machen, wegen den vielen Anschlägen, wo momentan gerade auf der Welt sind. Aber weil ich wusste, da es Freunde gibt, die das Video gerne sehen möchten, habe ich gedacht, mache ich es trotzdem. Ihr kennt ja alle den Vers oder die Sprüche, jeder Mensch ist einzigartig. Und genau das ist es, was schwierig ist, auf der Welt miteinander zusammen auszukommen. Unsere Kinder sind ja die Zukunft. Wenn ich aber in den Medien sehe, was mit unseren Kindern geschieht, die Misshandlungen, seelisch und auch körperlich, dann gibt es mir schon zu denken und dann denke ich, haben wir ganz eine schlimme Zukunft vor uns. Ich hoffe, dass jeder die Liebe, wo er hat, den Kindern weitergeben tut. Das heißt aber nicht, dass die Kinder alles bekommen sollen, sondern man kann ja auch liebevoll Grenzen setzen. Und ich habe jetzt euch das heute gesagt, weil ich bin ja auch ein Mensch und nicht nur eine Kunstmalerin. Und das sind halt Dinge, wo ich mir während dem Malen auch überlege. So, und jetzt zeige ich euch noch den Elefanten, den ich ja das letzte Mal begonnen habe zu machen. Der ist jetzt mittlerweile fertig geworden. Moment schnell, dann hole ich den mal schnell. So, weißt du, seht ihr ihn? Ich drehe ihn jetzt auch noch. So. Ja, es glänzt vielleicht ein wenig extrem jetzt vom Sonnenlicht, wo hineinkommt. Und ja, sein Blättchen wartet auch schon auf ihn. Jetzt mache ich das weg. Das letzte Mal kam noch eine Frage, ob ich das nochmal zeigen könnte mit den Metallen, wo ich verarbeite. Und ich habe, glaube ich, nur, soviel ich noch weiß, das Gold gezeigt und nicht die anderen. Ich habe es jetzt hier bereit gemacht. Ich versuche es jetzt mal hochzuhalten. Macht auch nicht, wenn es kaputt geht, aber einfach, dass ihr seht, wie diffizil das ist. Also das da, seht ihr das gut? Das ist das Silber. Das ist also echtes Silber. Gut, dann mache ich das mal weg und das klebt natürlich gerade an den Finger. Dann zeige ich euch noch das Gold. Das ist das da. Hauchdünn. Und ja, und dann lege ich das auch nieder. Jetzt das Kupfer, was ich euch zeige, das ist etwas dicker, ist aber trotzdem noch dünn. Ich hoffe, das sieht man auch. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich zwei Blätter oder eines. Ja, und das Kupfer, das schnell wegmachen, verarbeite ich heute auch noch und habe auch schon, und zwar an diesem. Ich bin gerade an einer Giraffengazelle am Verarbeiten. Und was schwierig ist an dieser, sind hier die Rundungen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die Rundungen. Dass man da während der Malen nicht alles verwischt. Ja, und solche Dinge, denke ich mir mal, sind so diffizil und das braucht halt auch viel Zeit. Ja, und weil ja heute Ostern ist, mache ich jetzt nicht länger, sondern ich lasse euch gehen. Genießt eure Lieben, die Kranken sollen gesund werden. Und ich lasse euch ganz lieb grüßen. Bis das nächste Mal. Und da kommt mir gerade noch was in den Sinn. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir. Weil ich kann sie jetzt momentan gar nicht lesen, weil es alles so klein ist auf dem Monitor. Aber ich versuche sie alle nachher dann noch zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Macht's gut. Tschüss zusammen.